seid bei Reputation TV. Mein Name ist Visavi und wir suchen immer noch Deutschlands besten politischen Rapper oder Deutschlands beste politische Rapperin. Wir können auf jeden Fall schon mal ein bisschen Bilanz ziehen. Wir haben unfassbar viele Einsendungen bekommen, was großartig ist. Die schlechte Nachricht allerdings, bei all diesen Einsendungen gab es keine einzige weibliche Bewerberin. Und deswegen habe ich mich hier heute mit ein paar interessanten Gästen getroffen, um mal ein bisschen über das Thema Frau im Rap zu sprechen. Zuallererst stelle ich natürlich auch die Dame in der Runde vor. Sie ist Berliner Rapperin, hat schon 3 Alben veröffentlicht und sie ist Expertin in Sachen Gender Studies. Sie hält auf jeden Fall Vorträge sowohl über Musik als auch über Sexismus und geht bald sogar in den USA auf Tour. Was sie da genau macht, erzählt sie uns sicherlich gleich. Außerdem wird sie uns erklären, was sie zu kritisieren hat an den hierarchischen Strukturen in Musik und Gesellschaft. Schön, dass du da bist, Suki. Hi. Du darfst dir gerne auch das Mikrofon nehmen. Tu ich. Hi. Hi. Hip-Hop hat Probleme, weil ein Großteil dieser Szene nicht drauf klarkommen will, dass Männer nun mal Männer auch begehren. Sie wollen ihm verwehren, ihre Liebe auch zu leben. Dieser Track will was bewegen, bin dafür und ich dagegen. Pro-Homo, Hip-Hop kann nichts dafür, die Gesellschaft verschloss schon lange diese Tür. Denn der Mann gilt als Mann, wenn es verlangt, was er spürt, sich dominant verhält, niemals ein anderer Mann berührt. Er ist Berliner Rapper und gehört zum Produzententeam von 187 Beats. Er setzt sich seit Jahren ein für die Verbesserung von Jugendzentren in Deutschland, besonders natürlich in Berlin. Ähnlich wie Suki arbeitet er mit Jugendlichen zusammen, gibt zahlreiche Workshops und ist bekannt für seine sozialkritischen Texte. Wir sind gespannt zu erfahren, was er über Frauen im Rap zu sagen hat. Schön, dass du da bist, Belasch. Vielen Dank. Warum der Markt tot ist, es geht um Stückzahlen, Zaster. Der Pfad Gottes ist mit unseren Schicksalen gepflastert. Man fühlt sich minderwertig, pädophile Welt, ein Kind beerdigt, eins kaputtes muss vor Genozid wegrennen. Die Waffen sieht man auf dem Hinterhof, erbittert der Moslem, seit Jahren verhasst. Der Frieden tot im mittleren Osten, sie mindern die Kosten, bieten dir einen Vertrag auf Probezeit, besetzen Post mit Hungerlöhnen, die Arbeitslosenquote steigt. Er ist bereits in den 80er Jahren mit Rap in Verbindung gekommen, durch das B-Boying. Inspiriert durch amerikanischen Rap hat er dann auch selbst angefangen, Texte zu schreiben und sich als Rapper einen Namen gemacht. Seit 1999 organisiert er die Battle Cypher Rap am Mittwoch, die mittlerweile auch überregional bekannt und beliebt geworden ist durch YouTube. Ich bin sehr gespannt, was er uns erzählen kann, ob überhaupt Frauen bei Rap am Mittwoch mitmachen und wenn ja, ob sie eine gute Figur abgeben. Schön, dass du da bist, Ben Salomo. Hi. Hi. Jeder weiß, alter Rapper, Metro hat die krasse Crow. Dicker, zieh doch mal die Jacke aus. Yo. Ist doch extrem warm hier. Weißt du, was ich meine? Ich bin da auf Freestyle. Ohne Ende, wenn ich keine Hände in der Luft sehe. Ben Salomo ist jetzt am Mic und ich umgehe. Jeden Shit, was wollt ihr mir erzählen? Ey, so sieht es aus. Ich bin jetzt am Mic und ich rede niemals zu Ende. Wir fangen mal direkt mit der Frage an bei Suki. Ich habe es gerade schon erzählt, wir haben Hunderte von Bewerbern und Einsendungen für Reputation, aber keine einzige Frau ist dabei. Überrascht dich das? Nein. nee, tut's nicht. Ich finde es total schade. Ich glaube, es gab ja auch immer wieder den Versuch, irgendwie Frauen zu integrieren darüber, dass hat eine Tesfaye explizit nochmal darauf hingewiesen hat, dass Frauen total erwünscht werden mit ihren Einsendungen. So du als Frau nochmal irgendwie eine zentrale Person in dem ganzen Projekt, irgendwie so vielleicht als Versuch auch Frauen darüber zu animieren, sich zu beteiligen. Aber es ist halt rar gesät. So, ne? Es sind halt einfach nicht viele am Start. Und wer von denen traut sich dann auch noch, irgendwie so in die Öffentlichkeit zu gehen und mitzumachen? Kannst du dich in die Rolle einer Frau in dem Moment hineinversetzen, Belasch, und dir vorstellen, warum da anscheinend die Hemmschwelle so groß ist, zu sagen, ich mache da jetzt mit? Woran liegt das? Ich weiß nicht, ob die Hemmschwelle so groß ist, aber tendenziell gibt es nicht so viele Frauen, die rappen. Also allein in meinem eigenen Umfeld und durch die Jugendarbeit, die ich bisher gemacht habe, ist eigentlich ziemlich klar geworden, dass die Quote mindestens 200-1 ist, mindestens. Und das sieht man auch, denke ich mal, an den ganzen Acts, die da draußen vertreten sind und so weiter. Da ist auch die Quote relativ einseitig in Richtung Männlichkeit gestreut. So. Und deswegen wundert mich das jetzt nicht wirklich. Dann gehen wir das Mikro direkt mal weiter. Wie ist es denn, wenn bei Reputation keine Frauen mitmachen? Wie ist es bei Rapper Mittwoch? Gibt es da regelmäßig Frauen auf der Bühne? Es gibt schon hin und wieder Frauen, die kommen, aber das ist wirklich so tatsächlich, dass die meisten natürlich auf jeden Fall Männer sind, auf jeden Fall Jungs irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann das nicht genau sagen, ob das jetzt irgendwie Selbstvertrauen ist oder ob, weil die Szene selbst vielleicht mit ihrer Haltung manchmal den Frauen den Eindruck vermittelt, dass es nicht erwünscht sei oder so. Kann ich bei manchen Sachen vielleicht schon
nachvollziehen. Aber letztendlich, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass Frauen nicht auch dieses Bedürfnis haben, ihre Gedankenwelt zu äußern. So. Ich glaube eigentlich, dass es eine ganze Menge wohl da draußen gibt, aber man kriegt es nur nicht so mit. Suki, vielleicht kannst du ja so ein bisschen mal von deiner Anfangszeit als Rapperin berichten. War es denn so, was vielleicht auch manche Frauen abschreckt, dass du generell einfach nicht so wirklich ernst genommen, respektiert, aufgenommen wurdest in dieser Szene? Ist tatsächlich so. Das hat natürlich in den Anfängen auch mit Skillfragen zu tun, dass wenn du einfach noch nicht gut bist, so, dass du dann eher belächelt und nicht ernst genommen wirst und sich natürlich die Leute nicht um Features mit dir reißen. Wenn du dann irgendwann sozusagen besser wirst im Laufe der Zeit, dann ändert sich die Situation eigentlich. Aber du bist trotzdem immer wieder in der Situation, darüber zu sprechen, wie es ist als Frau und so weiter. Also ich meine, sagen, du hängst halt auf so einem Thema, du klebst auf so einem Thema fest, was dir selber echt dasteht. Und trotzdem wirst du halt immer wieder dazu adressiert und immer wieder befragt, ja. Und wirst auch dann, oder es gibt dann halt so Quotenversuche, die so halbherzig gemeint sind. Irgendwie, da gibt es halt irgendwie einen Track zu, was weiß ich, zu Beziehungen und dann suchen sie halt eine Frau für einen Hook oder so, weißt du. Und das ist halt was, wo ich mir denke, so habe ich einfach gar keine Lust darauf, warum nur das so, das ist viel zu wenig. Und ich glaube, so ein zentraler Punkt insgesamt ist auch, dass es oft eben heißt, so, sie sind halt nicht gut genug, so im Verhältnis. Na klar, wenn es halt weniger sind, bilden die halt auch nicht die Elite ab oder so. Aber warum kriegen sie nicht die Gelegenheiten, besser zu werden? Das heißt, wenn du irgendwie eine Veranstaltung organisierst, lädst du halt sozusagen deine Top 5 ein, wenn du kannst, ja. Und wenn halt nicht diejenigen da drunter, also dann sind halt keine Frauen da drunter, weil sie nicht zu den Guten zählen, aber wenn sie halt auch nicht eingeladen werden, bekommen sie auch nicht die Gelegenheit, sozusagen sich zu verbessern, Bühnenpräsenz zu entwickeln, sich trauen, irgendwie an ihrer Delivery zu feilen, irgendwie mutiger zu werden, selbstbewusster zu werden, weil genau, wenn du einfach nicht, wenn du die Bühne nicht bekommst, so, dann kannst du dir auch nicht holen, so, ja. Also es ist, genau, und ansonsten halt gerade in so Battle-Geschichten ist es halt einfach so, es ist halt einfach hart unter der Gürtellinie, du unterliegst, ist einfach so, also ich meine zu sagen, deswegen, ich war nie auf irgendwelchen Freestyle-Cyphers in Berlin, weil das immer für mich kombiniert war mit irgendwie so blöden sexualisierten Scheiß und wer fickt wen und so weiter, so, es ist halt irgendwie, also es mag auch was mit Sensibilität zu tun haben, aber ich muss mir das halt einfach nicht anhören, ich habe halt keinen Bock, die ganze Zeit irgendwelche Vergewaltigungsszenarien um mich rum tosen zu lassen. Das macht mir einfach keinen Spaß, das verletzt mich, habe ich keine Lust drauf. Ist das so, wenn Frauen betteln, dass sie sich genau das anhören müssen, oder gibt es da auch andere Ebenen? Es gibt auch andere Ebenen. Bei uns gab es auch, glaube ich, die Innovation, dass es ein Battle zwischen Mann und Frau gab. Also es gab ja eigentlich in Deutschland, wenn Battles, dann immer nur Frauen unter Frauen, Männern unter Männern. Aber ich habe mir gesagt, wenn Frauen Astronautinnen werden können, ja, dann können sie auch mit Männern battlen. Das ist gar kein Problem. Und wenn ein Mann nichts Besseres einfällt, als irgendwelche dieser Art von Vergewaltigungsszenarien verbal zu äußern, dann muss der Frau einfach was Besseres einfallen. Und die kriegt das dann halt auch hin. Denn das Publikum kann das entscheiden. Und wir haben bei Rapper Mittwoch zum Beispiel einfach eine Crowd inzwischen entwickelt, die dann auf jeden Fall die Position einnehmen wird für das, was einfach kreativer in dem Augenblick ist. Und es ist nicht besonders kreativ zu erzählen, man würde sie jetzt vergewaltigen. Da kann man, glaube ich, mit Schlagfertigkeit eine ganze Menge und einem guten Reim das ganz schnell wieder den Mann da den Wind aus den Segeln nehmen, glaube ich. Aber ich meine, Härte spielt halt schon noch eine Rolle. Härte ist irgendwie ein zentraler Wert im deutschsprachigen Rap. So. Es ist einfach sozusagen mit 2000 und dem Takeover von Battle-Rap, Gangster-Rap und Porno-Rap im Wesentlichen so als so dominante Genres ist einfach Härte so das ultimative Ding geworden an vielen Stellen. Das sehe ich halt nicht so. Weißt du, also ich sehe in dem ganzen Mainstream sehe ich mehr so die ganzen Hipster-Müsli-Rapper, so, weißt du, so wie Crow selber auch so. Also die Härte-Sache ist halt mehr sowas, das findet mehr im Internet statt. Das ist so für die 15-Jährigen, die gerade große Pause haben und sich ein Haftbefehl-Video angucken. Aber die Leute, die wirklich Platten verkaufen, die krass auf Tournee gehen, die Money machen ohne Ende, das sind meistens nicht die krassen Gangster oder die harten Jungs, sondern das sind halt die mit den Panda-Masken, so, weißt du so. Also ich sehe Battles alle 2 Wochen, mittendrin. Und Kreativität ist eigentlich das, was die Rolle spielt, nicht Härte. Wenn man zum Beispiel eine Punchline hat von Atzenkalle, der dann zu seinem Gegner sagt, ich ficke deine Mutter und dann ficke ich sie nochmal und beiläufig erwähnt er, dass der Typ eigentlich total die schwulen Schuhe trägt. Schwul jetzt nicht in dem Sinne, ja, sondern einfach nur scheiß Schuhe. Und die Antwort des Gegners ist, ich habe auch Reime mit Hure am Start, aber was hast du Pisser über meine Schuhe gesagt?
Verstehst du? Und damit hat das ganze Publikum einfach komplett die Härte rausgenommen. Der Humor war da auf einmal präsent. Und das war einfach die geilere Punchline in dem Augenblick. So. Weißt du, was ich meine? Also letztendlich hängt es von der Kreativität ab und von dem eigenen Selbstvertrauen, das man hat. Und ich meine, man muss auch sagen, wenn zum Beispiel Frauen gegeneinander gebattelt haben, das habe ich ja auch oft gesehen, so wie wir Männer untereinander battlen und sich als unmännlich darstellen, stellen Frauen sich gegenseitig im Battle als unweiblich dar. Also das sind halt Sachen, die beide Seiten genauso machen. Bei der Frau heißt es dann, du hast einen Schnurrbart. Ja? Und beim Mann heißt es, du hast einen kleinen Schwanz. Ja? Und wenn die Frauen und die Männer dann gegeneinander in einem Battle sind, dann benutzen sie natürlich diese Klischees, die dann halt auftreten. Aber trotzdem bleibt es ja genau an diesen Geschlechterthemen kleben, weißt du? Also ich meine, ich sage gar nicht, dass Frauen die besseren Menschen sind und irgendwie, also überhaupt nicht. Also ich kenne auch diese Female Cyphers irgendwie und bei Feuer über Deutschland und so weiter, die Sections, die dann halt nur, in denen dann nur Frauen miteinander stattfinden. Aber es ist genau das, ich habe halt auf beides keinen Bock. Ich habe keinen Bock, dass sich irgendwie Leute grundsätzlich in der Weise, also über eine Geschlechtlichkeit irgendwie abwehren, sagen, du bist keine richtige Frau, weil, und du bist kein richtiger Typ, weil. So, es ist, also wo es ist auf keiner Seite besser. Und ich meine, allein schon wieder, also wieder so eine Kleinigkeit, wo ich sagen würde, habe ich keinen Bock drauf. Also allein dieses Schwul-Ding und dann sagst du halt, okay, es ist halt nicht halt schwul gemeint, der verschlicht, aber es ist halt trotzdem eine homophobe Aussage. So. Also es macht mir dann auch schon wieder keinen Spaß. Und deswegen finde ich daran nicht statt. Und ich weiß von vielen Frauen, die auch rappen, die auf sowas auch keine Lust haben, so aus politischen Gründen und nicht, weil sie zu sanft oder zu faul oder zu wenig selbstbewusst oder sonst irgendwas sind. Ja. Kommen wir nochmal spezifisch zurück zum Thema Frau und Rap. Bilash, wie müsste denn für dich eine Rapperin sein? Was müsste sie mitbringen, dass du das ausnahmslos feiern kannst? Es gibt ja immer viele Männer, die erstmal sagen, ja, für eine Frau rappst du ganz gut. Ja, also wenn man jetzt nicht nur über Rap redet, sondern über allgemein einfach Kreativität. Ich denke mal, Kreativität ist immer auch abhängig von der Anzahl von Menschen, die das auch auf einem qualitativ hochwertigen Level betreiben. Und da sind die Männer in der Überzahl. Ist klar, dass dann die Qualität der weiblichen Raps dann auch nicht so an die Männer rankommt, weil die Quantität stimmt da auch nicht. Das hat schon was damit zu tun in dem Fall. Und deswegen, also wenn da jemand jetzt einen Familienclan hat, der seit 100 Jahren irgendwelche Häuser baut, die sind dann wahrscheinlich einfach durch ihre Erfahrungen und so weiter so ein bisschen weiter als diejenigen, die jetzt gerade anfangen, so weißt du. Und bei den Frauen ist es halt so, das ist einfach nicht so ein großes Frauending, nur im Vergleich gesehen zu dem dominanten Männeranteil. Aber Frauen wollen immer als gleichberechtigt gelten und wollen auch gleichberechtigt sein in jeder Phase, in jeder Art und Weise, wie sie sich im Alltag verhalten und auch im Berufsleben und so weiter, ist auch in Ordnung. Da muss man die Frau dann auch dann natürlich mit denselben Maßstäben bewerten, wie man das jetzt bei einem Mann macht. Und da guckst du dann auch auf die Skills, auf den Flow, auf die Realness, auf die Stimme oder was auch immer. Alles, was du halt beim Mann bewertest, bewertest du bei der Frau auch. Okay, gibt es dann den einen oder anderen, der dann sagt, okay, für eine Frau, dafür, dass ihr halt nicht so viele seid und dass ihr das jetzt nicht so intensiv macht wie die Männerwelt, ist das ganz cool so, weißt du? War noch nicht mein Ding so bis jetzt. Also wenn ich eine Frau höre, die rappen kann, dann kann sie rappen. Genauso wie es bei den Männern halt auch ganz viele gibt, die können es halt auch nicht. Da gibt es für mich persönlich gibt's keine Trennung. Ich denke mal, die Trennung wird meistens gemacht durch die Leute, die das zu sehr als Thema einfach überbewerten, so weißt du so? Ben, du siehst ja viele Rapper und Rapperinnen eben auf der Bühne kommen und gehen. Glaubst du, dass eine Frau jemals im Rap-Bereich so einen Erfolg haben könnte, wie jetzt beispielsweise ein Crow? Das ist natürlich ein sehr hoher Maßstab. Aber hast du da die Hoffnung, dass sowas jemals passieren könnte? Ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich. Ich glaube eigentlich, Deutschland wartet nur auf genau so eine Frau, die einfach wirklich Skills hat, die einfach alles mit sich bringt, die Personality mit sich bringt und einfach den Sound mit sich bringt und auf jeden Fall, die kann total erfolgreich sein, auf jeden Fall. Dass Deutschland darauf wartet, jetzt so einen Crow, so einen kommerziellen Typen zu bekommen in weiblicher Form, ist alles schon passiert mit Sabrina Setlow vor x Jahren und das Ding ist halt einfach, meiner Meinung nach, haben die Frauen halt einfach so ein kleines Identitätsproblem, genauso wie die Männer. Nur bei den Frauen ist es halt so, die bemühen sich ein bisschen meiner Meinung nach zu sehr immer, weißt du, an einer männlichen Messlatte ranzukommen. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist einfach. Einfach real bleiben, true to the game, so was das Leben angeht, wäre da der Tipp so, weißt du, weil wenn du jetzt alleine die Vorbilder dir anguckst, so, die weiblichen Rapper gehabt haben, wenn sie sich die Männer als Vorbild nehmen, kann das nicht ganz klappen, weil der männliche und der weibliche Lifestyle liegen so ein bisschen schon auseinander. Und die Sachen, die aus Amerika gekommen sind, mit denen wir hauptsächlich aufgewachsen sind, sind ja auch meistens eher so, die haben so mehr so diese,
Ja, die haben so diesen Fick-mich-Charakter oder ich bin jetzt auch knallhart, so, weißt du, so Foxy Brown oder Lil' Kim oder was auch immer, die haben halt das krasse Huren-Image immer gut bedient und da gab es noch andere MCs, die halt so wie MC Light und so weiter, die halt absolute Männer waren, so, die waren auch lesbisch und so, also die haben halt so das Weibliche einfach, weißt du, was ich meine, die normale Frau so, weißt du, so, hat meiner Meinung nach es nicht nötig, sich hinter dem männlichen Aspekt des Lebens zu verstecken oder männlich sein zu wollen oder dem gerecht zu werden, was Männer repräsentieren im Hip-Hop oder im Leben. Eine Frau kann auch gern stolz darauf sein, dass sie zu Hause halt irgendwie Kinder großzieht oder vielleicht einen alltäglichen Beruf ausübt, so wie bei der Bäckerei hinten zu stehen und Leute zu bedienen oder was auch immer. Dass sich Frauen an dem männlichen Maßstab orientieren, liegt daran, dass halt Männer den Maßstab machen. So. Das heißt, sagen, die Bewertung findet in einer männerdominierten Szene durch Männer statt. Deswegen bleibt dir gar nichts anderes übrig, als dich an, dass wenn du dich irgendwie präsentieren willst, dich daran zu orientieren, was funktioniert dann, was ist denn krass, was wird dann gefeiert. Dann schaffst du dann ein Paralleluniversum und dann bist du nicht erfolgreich so. Und deswegen, ich meine, das ist total ein hehres Ziel zu sagen, ich will Frauen nach dem gleichen Maßstäben beurteilen wie Männern, aber das funktioniert ja faktisch nicht, das passiert ja nicht. Sobald du als Frau auf eine Bühne gehst, wirst du von einem männlich dominierten Publikum und einer männlich dominierten Szene zum Beispiel über Körperlichkeit und Schönheit noch mitbewertet. Das passiert Männer nicht. So, das ist einfach ein krasser Faktor. Also ich habe mit vielen Frauen darüber geredet und es ist einfach klar, irgendwie, wenn du auf der Bühne stehst und du bemühst dich, so gut zu sein, wie du kannst und du weißt aber, irgendwie geht es die ganze Zeit durch den Raum oder es wird auf jeden Fall darüber gequatscht, so, würde ich sie knallen oder nicht, was kostet sie wohl, weißt du? Ich meine, das ist einfach was Männern nicht passiert, das findet einfach nicht statt und es ist einfach eine krasse Form von Demütigung, sich die ganze Zeit latent das reinziehen zu müssen, dass die ganze Zeit darüber geredet wird, so, würde ich sie ficken, weil sie schön genug ist, ja oder nein, oder ich würde sie auf gar keinen Fall ficken, nicht mal mit seinem Schwanz, weil sie zu hässlich ist, so, weißt du? Also ich meine, das ist was immer durchgängig mitschwingt so. Und das ist auf jeden Fall anstrengend, so. Es macht keinen Spaß, dann fällt es auch schwer, sich auf sich selbst zu konzentrieren und ich weiß nicht, ich finde das auch okay, Frauen anzuerkennen, die irgendwie männlich auftreten, ja? Das sind halt auch Frauen, so. Also ich meine, dann entspricht es vielleicht nicht einem Ideal von aus einer männlichen Perspektive, aber trotzdem ist die Frau ja genau dann diese Frau und ich meine, dass es halt insgesamt eine Orientierung an Männlichkeit und männlichen Maßstäben gibt, das trifft sich an allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen, wo über eine Professionalisierung nur noch Männer übrig bleiben, so. Und dann überlegst du dir halt, was kannst du ermöglichen, was kannst du machen, um da mitzuspielen. Und wie gesagt, wenn du die Härte bedienst, und ich finde, also ich meine, mich interessiert Crow und so weiter gar nicht, das sind eine Handvoll Leute, die im Mainstream erfolgreich sind, weil sie aus den Texten bestimmte Begriffe gestrichen haben oder vielleicht auch nie verwendet haben und deswegen keine Initiierung fürchten müssen und so weiter und deswegen als nicht zu hart empfunden werden. Aber Szene-dominant heißt nicht nur Chart-Positionierung, Szene-dominant heißt irgendwie Facebook-Likes, YouTube-Klicks, Merch-Verkäufe, Besucherzahlen und so weiter. Ja, also ich glaube schon, dass Härte nach wie vor eine große Rolle spielt. Und wenn wir überlegen, wie viele Frauen gab es denn im deutschsprachigen Rap, so, ich meine, keine Ahnung, wie lange gibt es das jetzt hier schon, seit über 20 Jahren? Also lass uns gemeinsam hinsetzen und zählen, wie viele Hände brauchen wir, um irgendwie die paar Frauen irgendwie zu benennen, die mal erfolgreich waren, die irgendwie, ob jetzt irgendwie sozusagen so in der, irgendwie im Mainstream oder in den Charts oder auch im Untergrund. So, ja. Es sind halt einfach krass wenige. Und ich meine, Sabrina Setlow, ey, was war das vor 15 Jahren? Also, dass wir so weit zurückreichen müssen, um irgendwie eine Frau benennen zu können, das spricht schon Bände. So. Zum Beispiel mit der Sabrina Setlow-Geschichte und so weiter. Na klar, liegt das halt lange zurück, aber halt wie gesagt, es müssen ja auch erstmal wirklich Vorbilder entstehen, weißt du, woran sich eine neue Generation auch orientieren kann. Und solange die Frauen sich halt nicht irgendwie durchkriegen können, auch das Frauliche, das Weibliche zu repräsentieren, auch in ihrem Rap und in ihrem Auftreten und so weiter. Wenn es dort keine Ankerpunkte gibt für die Jugendlichen, um dort nach oben gucken zu können und auch mal zu sagen können, ich möchte so sein wie Bertha X oder Petra L, so, weißt du so, dann gibt es für die auch keine Möglichkeit. Und wahrscheinlich ist es einfach so in der Natur der Frau, sich jetzt nicht an die krassen Gangster, harten, was auch immer Leute, die ja so krass dominant sind, deiner Meinung nach, jetzt was YouTube-Klicks, Facebook-Klicks und sowas angeht, die Härte. Die Frau hat wahrscheinlich einfach so einen gewissen Abwehrmechanismus in sich drin, was es ihr nicht erlaubt, einfach den kompletten Haftbefehl weiterzumachen, dann, wenn sie rappen will. Weißt du, was ich meine? Deswegen, die Frau ist dann wahrscheinlich auch einfach gehemmt, um den Stift und das Papier in die Hand zu nehmen, um was Weibliches zu repräsentieren mit ihrer Textkunst. Es gibt einfach nicht sehr viele Vorbilder und die Industrie war da ein großer Punkt, also der das ein bisschen meiner Meinung nach halt so hingebogen hat, wie es ist. Es gab einfach nicht diese Vorbilder und es ist schade drum. Und deswegen finde ich auch, dass die Frauen halt so ein bisschen gehemmt und kommen da nicht so sehr aus sich raus, um mal auch das Weibliche zu repräsentieren. Mir fehlt das einfach komplett. Es gibt ja eine Frau zumindest im Rap gerade, die für sehr viel Aufsehen und Furore gesorgt hat, Schwester Eva. Was glaubst du, warum sie auch viele
los so sehr feiern?